Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich befinde mich hier in Salzburg und heute machen wir ein ganz spezielles Video. Und zwar geht es mit meinem alten Mercedes-Benz zu den Ludolfs. Also zu den Ludolfs in Dernbach, zu diesem verlassenen Schrottplatz. Der wird ja jetzt, glaube ich, nicht mehr benutzt. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Lage, wie es genau um das Gebäude steht. Wir machen also einen Test, schauen mal, ob dieses uralte Fahrzeug diese extrem weite Strecke schafft. Wir sehen uns in Anführungsstrichen einen verlassenen Ort an. Und ja, also ich freue mich schon, es wird ein sehr, sehr geiles Video, glaube ich. Denn wir haben eine sehr, sehr, sehr weite Strecke vor uns. Ich glaube um die 14, 15 Stunden fahren, über 1200 Kilometer von Salzburg bis nach Dernbach, also Mittelstraße 2 heißt ja die Adresse von den Ludolfs. Schauen wir mal, ob dieses alte Fahrzeug das überhaupt bewältigen kann. Ich bin schon gespannt, wie er sich verhält. Letztes Mal bin ich ja 750 Kilometer insgesamt gefahren nach Stuttgart zu diesem Mercedes-Benz-Museum. Und heute wird es fast doppelt so viel und doppelt so lange. Ich nehme euch dann mit einfach, ich zeige euch die Fahrt so ein bisschen hin, wieder zurück. Wir filmen das Haus von den Ludolfs, wie es momentan aussieht, ob es irgendwas Besonderes zu sehen gibt. Und ja, am Handy kann ich euch zeigen, wir haben heute den Samstag, 16. September. Ihr seht, von Salzburg, dort starte ich, also mein Standort, bis nach Mittelstraße 2, Dernbach, der schnellste Weg. 6 Stunden und 15 Minuten, 642 Kilometer. Und das müssen wir ja hinfahren und wieder zurückfahren. Also ja, über 1200 Kilometer werden es. Jetzt ist es momentan genau 8 Uhr in der Früh. Ich werde jetzt auch gleich nicht mehr lange da um den heißen Brei reden. Ich muss Gas geben, denn ja, spätestens um Mitternacht möchte ich schon wieder daheim sein. Hier dieses Plätzchen muss ich euch auch noch schnell zeigen. Wunderschön, oder? So mit dieser Kirche und mit diesen Bergen im Hintergrund, das ist der Untersberg. Und ja, hier auch überall alles voll mit Bergen. Ich lebe hier gleich in der Nähe und hier natürlich die schönste Aussicht. Der alte Mercedes-Benz W123, Baujahr 1982. Mit dem werden wir jetzt gleich mal losfahren und schauen, ob er das überhaupt durchhält. Genau, was ich euch noch sagen wollte. In dem ersten Video, wo ich das Auto vorstelle, wo ich da sage, vorne links und rechts läuft da das Öl runter. Das war wirklich Hohlraumversiegelung. Das habe ich bei Mercedes untersuchen lassen. Das war wirklich ja Unterbodenschutz, Hohlraumversiegelung, irgendwas sowas. Denn diese Tage, da wo ich das Video gedreht habe, war es sehr, sehr heiß. Da war es 3-4 Tage über 30 Grad warm. Und dann hat das so ein bisschen zum Schmelzen angefangen und ist natürlich überall runtergelaufen, aus allen Löchern gelaufen. Und ja, nur zu eurer Info, damit ihr euch auskennt, Gott sei Dank war nichts beschädigt oder kaputt. Es war nur die Hohlraumversiegelung. Jetzt fahre ich gleich mal zur deutschen Grenze. Dort gibt es eine Tankstelle, da ist der Sprit noch relativ billig. Euro 70 der Liter, also eigentlich ein Wahnsinn, aber für unsere Verhältnisse billig. Und ja, dann melde ich mich, wenn ich drüben vollgetankt habe. Den Kilometerstand habe ich schon mal auf 0 gedrückt. Ihr seht unten 0000. Das wird sich wahrscheinlich gar nicht ausgehen mit den Kilometern. Also der wird dann wieder von 0 anfangen, weil er geht ja nur bis 999. Und ja, dann am Ende, wenn ich wieder zurück bin in Salzburg, werde ich euch zeigen, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Es werden ungefähr, weiß ich nicht, 1200, 1300 Kilometer sein. Und ja, wir legen jetzt einfach los, würde ich mal sagen. Da. Ach ja, der springt an, das gefällt mir immer. Und jetzt gehen wir gleich mal hier weiter Richtung Dernbach, Mittelstraße 2. Seit, ich glaube, 2011 ist ja der Günther gestorben und seitdem ging es ja mit den Ludolfs bergab leider. Ja, die waren so liebe Kerle, aber ja, kann man nichts machen. Es ist halt so, wie es ist. Und wir werden jetzt einfach zu dem Haus fahren. Wir werden uns das Haus ein bisschen ansehen, schauen, wie es heute aussieht. Und ja, und dann geht es eigentlich schon wieder 7 Stunden zurück. Also das wird ein ziemlich langer Spaziergang. Und ja, schauen wir gleich mal, ob es der alte Benz überhaupt aushält. Ja, denn es ist ein Extremtest, würde ich sagen. Es wird heute sehr, sehr heiß.
extrem viele Kilometer, durchgehende Fahrt, also schauen wir mal, wie er sich so schlägt. LKWs, ich bin falsch abgebogen. Auf die A8 fahren. Ja, auf die A8 fahren, schon gut. Schauen wir mal, wo ich jetzt hier gelandet bin, ob ich hier irgendwie wieder heil rauskomme. Polizei. Okay, gut gelaufen. Der Polizist hat mir sogar genickt, Leute. Habt ihr das gesehen auf der Kamera? Na Gott sei Dank. So, und jetzt geht's wieder Richtung Deutschland. Also jetzt bin ich in Deutschland. Und ja, das war die österreichische Grenze. Ich komme aus Salzburg. Boah, die Landschaft hier in Bayern ist aber auch schön. Schaut euch die Berge an. Noch leicht vernebelt. Sieht schon ziemlich geil aus. Also so eine Landschaft, die, wie wir es haben hier in Österreich und teilweise Bayern und so weiter, gibt es echt selten irgendwo. Hoffentlich sieht man etwas von dem LKW da vorne. Das wird hier meine Spur für die nächsten 14 Stunden, ja, die rechte Spur hinter einem LKW, ja, sogar spritsparend fahren, ja, im Windschatten. Ich werde euch dann zeigen, bei wie vielen Kilometern ich tanken musste, also jetzt ist es auf Null, also 2 Kilometer bin ich gefahren und dann, wenn die Tankleuchte aufleuchtet, werde ich euch dann zeigen, wie viele Kilometer ich mit einer Tankfüllung geschafft habe. Ich habe jetzt gerade vorhin voll getankt und ja, ich bin schon gespannt, was mich erwartet. Ja. Ich glaube, ich riskiere es. Linke Spur, 60 PS, Baujahr 82. Schauen wir mal. Hinter mir ist ja Gott sei Dank keiner. Da kann ich etwas schneller wie die LKWs auf der linken Spur fahren. Nur hier wird es immer ziemlich happig, ja, weil hier geht es dann bergauf. Da beschleunige ich also auf 120, dann geht es mit Schwung auf die Erhöhung. Die Straßen bei uns sind auch immer so wunderschön gepflegt, wirklich. Also wer ein bisschen mehr herumgefahren ist, besonders in den Süden runter, der weiß, die Straßen sind nicht überall so super schön wie bei uns. Was ist denn jetzt auf einmal mit dem Wetter los? Schaut euch das an. Totaler Nebel, es sieht so danach aus, wie wenn es regnen würde. Und vor 5 Minuten war noch Sonnenschein, es war extrem heiß, also bei uns gibt es schon wirklich extreme Wetterschwankungen. Jetzt sieht es wieder nach, ja, jetzt sieht es danach aus, wie wenn es gleich schneit. Schaut euch mal auf der anderen Seite an, wie viel Stau da ist. Das geht jetzt schon Kilometer so entlang. Kilometerweise Stau. Und wir sind gleich in München, 20 Kilometer. Aber schaut euch das an. Also ich glaube, heute bin ich vor Mitternacht nicht daheim. Also das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Tour, kann man sagen. Also wenn das so weitergeht, brauche ich 8 Stunden hin und wahrscheinlich 10 Stunden wieder zurück. Also nach Berlin muss ich auch mal fahren, Leute. Ich war noch nie in meinem Leben in Berlin. Da werde ich auch auf jeden Fall mal mit dem Mercedes nach Berlin fahren. Ich weiß nicht, ob es sich dieses Jahr noch ausgeht, denn im Winter fahre ich ja nicht mit diesem Fahrzeug. Da wird er stillgelegt, schön in die Garage eingepackt, damit er nicht zum Rosten anfängt und damit ich noch viele, viele Jahre etwas von dem wunderschönen Fahrzeug was habe. So, jetzt werde ich eine kurze Pause einlegen. Ich muss etwas essen. Ich bekomme schon so einen Hunger. Jetzt fahre ich da einfach auf eine Raststätte. Jetzt fahren wir hier, bleiben wir hier irgendwo mal stehen. Bei der Raststätte. Moment. Ja, rechts irgendwo, oder? Dann werden wir was Schönes essen. Ich habe bis jetzt noch nichts gegessen. Ui, Österreich, Vöcklabrück. Was macht denn der da hier? Fährt er auch zu den Ludolfs? So, wo soll ich jetzt hier stehen bleiben? Scheiße. Scheißegal. Bleib ich schnell hier stehen. Das ist jetzt nicht ideal, wie ich stehen geblieben bin, aber ja, egal.
Vielleicht fährt er ja gleich weg, oder? Fährt nicht weg, aber hier ist es schöner, denn hier ist Schatten und hier drüben ist überall Sonne. Und es wird schon langsam richtig warm, Leute, in dem Auto. Wegen dem ist mir Schatten lieber. Komm, sonst fahren wir hier rüber, egal. Fahren wir hier rüber. So, bleiben wir hier mal stehen. Denn hier drüben ist auch eine Bank, da kann man sich super hinsetzen. Erste Pause, Leute, ich bin jetzt genau 306 Kilometer gefahren. Moment, ich zeige euch mal die Tankanzeige. Die liegt ungefähr genau, ja, auf der Hälfte, kann man sagen. Auf der Hälfte von der Hälfte. Also, ja. Ich würde sagen, bis jetzt ist der Verbrauch ziemlich gut, ziemlich gering. Ihr seht auch Temperaturanzeige, perfekt, ja. Momentan ist es 11.15 Uhr, also wir sind 3 Stunden und 15 Minuten unterwegs und bis jetzt, ja, passt alles. Alles läuft tipptopp. Gibt es wieder mal, es gibt wie immer Haferflocken mit Beeren und einem Apfel. Und das werde ich jetzt schnell essen und dann geht es weiter mit der Fahrt. Dann habe ich wieder nochmal 3 Stunden bis zu den Ludolfs. Ordentlich wieder Kraft tanken. Denn die Kraft kommt in den Mund rein. Mm. Welches Fahrzeug sieht am geilsten aus hier von den ganzen? Ja, natürlich der Mercedes W123. Der sieht schon geil aus, was? Also die Farbe gefällt mir auch richtig gut. Und ja, die Raststätte ist hier auch eigentlich ziemlich schön. Sehr, sehr sauber. Normal sind die ja immer alle vollgeschissen, die ganzen Raststätten. Und überall liegt Müll, aber die ist echt tipptopp, also irgendwo da Richtung Frankfurt am Main. Vielleicht war ja schon irgendwer von euch hier. Und dann am Nachmittag, also bei der Rückfahrt, wisst ihr, was es dann zum Essen gibt? Gefüllte Paprika mit Reis und Rindfleisch. Mach, das wird lecker. Ich freue mich jetzt schon auf die Rückfahrt, auf die gefüllten Paprika. So. Oh, jetzt geht's wieder rein da. Rein in die Sauna. Rein in die Sauna für die nächsten 3 Stunden. Geht nur so schleppend voran. Nervig, echt nervig. Immer Stau, immer im Sommer Stau auf den Autobahnen, das nervt so. Aber gut, die Leute müssen ja auch die Fahrbahn sanieren und so weiter. Manometer, oder? Wie sagen die Ludolfs immer? Manometer. Und was mir noch aufgefallen ist, das Auto beschleunigt zum Beispiel von 80 auf 100 viel, viel langsamer wie von 100 auf 130 oder so. Extrem merkwürdig. Jetzt geht's weiter. Die kurze Pause ist erledigt. Weiter geht's mit der Fahrt. Ja, der springt dann wie wenn er neu wäre. Wie wenn er neu wäre. Oh, der zieht, leck mich am Arsch. Die Nadel, die fliegt, Leute, die fliegt. So, die Lüftung ausschalten beim Beschleunigen oder beim Überholen. Beim Überholen muss alles ausgeschalten werden für die maximalen PS. Hier auf der rechten Seite, ja, das ist Frankfurt am Main. Wir haben es geschafft, es ist nicht mehr weit weg, nur mehr 50 Minuten und dann sind wir endlich bei den Ludolfs angekommen. Hier noch ein paar Blicke aus Frankfurt und weiter geht's ja nach Köln, Wiesbaden, Mainz. Hier ist der Flughafen in Frankfurt. Frankfurt Airport, also ja. Leider habe ich nicht viel von Frankfurt gesehen. Ich bin nur vorbeigefahren, ich war noch nie in Frankfurt, aber ja, da ergibt sich schon sicher irgendwann mal was. Aber hier geht es nach Darmstadt. Dann könnten wir gleich den Markus Rühl besuchen. Kennt ihr den Markus Rühl? Den Bodybuilder. Echt ein cooler Typ, ja. Geh mal da runter mit der Kamera. Ja. Ja,
Ich bin jetzt in der Rheinland-Pfalz, also weit ist es nicht mehr, laut Navi noch 35 Kilometer, dann müsste ich endlich da sein. Boah, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf das Haus, ja. Aus dem Fernsehen kennt man ja alles, aber wir sind live, so wie es, ich bin schon gespannt, ja. Schaut mal, was da oben steht, auf dem Schild, Dernbach. Wir sind gleich da bei den Ludolfs. Autobahndreieck Dernbach. Das ist die Ausfahrt zu den Ludolfs. Vielleicht erkennt es ja einer von euch, der mal bei den Ludolfs wirklich Ersatzteile holen war. Vielleicht erkennt ja irgendwer den Weg. Hachenburg, Dierdorf, Buderbach, Dernbach, 2 Kilometer. Hier sind die Ludolfs gefahren, Leute. Mit ihren LKW. Hier steht Dernbach, 2 Kilometer. Hier Buderbach, Dernbach rechts, oder? Dernbach, 1 Kilometer. Rechts abbiegen, Autopark, was ist denn das? Urbacher Wald. Rechts abbiegen. Muss jetzt hier irgendwo sein. Hier müssten irgendwo jetzt die Ludolfs sein. Geradeaus, also hier. Hier müsste die Straße sein. Dernbach, hier ist das Schild. Mittelstraße 2. Dernbach, Kreis Neuwied. Dernbach, hier ist das Schild. So, wo ist jetzt das Haus? Ach, schaut euch das an, hier ist das Haus. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Schaut euch das an, das ist das Haus von den Ludolfs. Ach du liebe Güte, hier ist sogar noch einer. Wir sind jetzt genau 627 Kilometer gefahren und die Tankanzeige zeigt ja ungefähr die Hälfte von der zweiten Hälfte an. Also 100 Kilometer müssten auf jeden Fall noch drin sein. Und ja, jetzt gehen wir raus und wir sehen uns das Gebäude an. Ich freue mich schon richtig drauf. Der Kollege ist jetzt weggefahren. Schaut mal her, mein Benz bei den Ludolfs. So muss es sein, oder? Ein wunderschönes Auto bei den Ludolfs. Ach, schaut euch das an. Autoverwertung, Ersatzteillager, Horst und Marianne Ludolf. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier bin. Hier ist das legendäre Tor, das der Günther immer aufgemacht hat. Der ist immer hier runtergelaufen, hat das Tor aufgemacht im Akkordtempo. Ach du liebe Güte, ich kann es gar nicht glauben, dass ich hier bin. Dernbach, schaut euch das an, das ist das legendäre Gebäude aus der Serie, die wir eigentlich alle kennen. Horst und Marianne, da gibt es auch so eine Episode, da machen sie das alles neu. Die malen das neu, die streichen das neu und so weiter. Aber echt schade, was mit denen passiert ist. Ja, als der Günther gestorben ist, ich glaube 2011 war das, da ging es dann irgendwie so langsam bergab. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die irgendwie gut miteinander sind momentan. Ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand von den Ludolfs. Würde mich echt interessieren. Jetzt gehen wir noch hier mal die Treppe rauf. Ich glaube, das ist in Ordnung. Obwohl hier oben eine Kamera ist. Also ich werde ja nicht reingehen, nur mal hier die legendäre Treppe hochgehen. Hier hinten steht sogar noch der Mercedes, die E-Klasse.
mit dem der Manni und so weiter immer gefahren ist. Und ja, aber viel von den Ersatzteilen ist draußen eigentlich nichts mehr zu sehen. Leider fehlt die Klingel. Da gibt es ja auch so eine Episode, da reparieren sie die alte Klingel und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Hier haben die Ludolfs immer aufgemacht bei der Tür. Ein Kundeneingang und hier war der Hof. Schaut euch, da steht sogar ein W123, glaube ich, müsste es sein. Und hier sind noch so ein paar Windschutzscheiben. Ja, Gläser und so weiter, irgendwelche Scheiben. Hier ein VW, was ist das, ein Passat oder so? Ach du liebe, hier hinten steht es, Eingangslager, Anlieferung, Annahme. So sieht das momentan aus, 2023, 16. September, 15.39 Uhr. 15.39 Uhr, ich bin 7 Stunden und 30 Minuten hierher gefahren. Und jetzt geht es dann wieder 7 Stunden 30 zurück, wahrscheinlich eher 8 Stunden. Seht ihr mal, was ich hier für einen Aufwand für euch betreibe. Also unbedingt einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich echt freuen, abonniert den Kanal für weitere Videos. Und ja, ich glaube, ich lasse die Drohne ein bisschen steigen. Ich fliege mal hier so ein bisschen rein. Ich glaube, das geht auch noch in Ordnung. Viele Fahrzeuge sind nicht mehr übergeblieben, fast ausschließlich nur mehr Mercedes. Vor euch die wunderschöne E-Klasse vom Uwe und Manfred, dann links hinten der Leichenwagen, der sogar in der Serie vorkommt, den sie umbauen. Ich blende euch gleich mal so einen kurzen Ausschnitt zu diesem Wagen ein. Mann, der ist echt schön geworden, mein Sarg. Anspringen, aber gut läuft und dann ja. Klatsch. Ach, der sitzt mal bequem drin im Benz. Das ist alles, was noch übergeblieben ist, also was man draußen sehen kann. Wieso sie die schöne E-Klasse einfach stehen lassen haben, kann ich nicht verstehen. Ein ziemlich schönes Auto, finde ich, und auch sehr, sehr langlebig. Und hier sieht man nochmal einen W123, ich weiß jetzt leider nicht, welches Modell es ist, aber ziemlich ähnlich wie meiner. Und hier nochmal das Gelände aus der Luft. Das kennt, glaube ich, jeder von euch aus den Serien. Hier sind immer früher die Fahrzeuge gestanden mit dem Heck zur Wand und ja, die Schnauze vorne. Hier waren alle aufgestapelt, die ganzen Oldtimer. Oh, hier war sogar eine Maus. Und hier drinnen stand, glaube ich, vom Vater der ein Auto oder so irgendwas, vom Vater Horst. Eine Episode, da stand das Fahrzeug hier drinnen und da haben sie ihn hergerichtet oder so, in dieser uralten Garage, die leider zusammengebrochen ist. Hier steht es noch hinten, Horst Ludolf an der Wand. Man hat gesehen, es sind sehr, sehr viele Mercedes, ja. Die waren so ziemlich Mercedes, ja, begeistert, kann man sagen, wie ich. Also stehen, ich weiß nicht wie viel, 3-4 Stück oder so. Muss ich dann mal schauen beim Bearbeiten. Alles ziemlich alte, schöne Fahrzeuge wie meiner. Und ja, das war es jetzt mit den Ludolfs, mit dem wunderschönen Haus. Mehr kann man da leider nicht mehr sehen. Ich werde mich jetzt wieder langsam auf die Rückfahrt machen. Fast 8 Stunden Fahrt nach Hause und wir werden dann schauen, ob der alte Benz das überhaupt durchhält. Also schaut unbedingt bis zum Schluss, denn es warten jetzt nochmal, wie viel, 600 irgendwas Kilometer auf das alte Auto. Schauen wir mal, ob er das hinbekommt. Rein in meinen schön warmen Benz. Und jetzt geht es wieder 8 Stunden nach Hause. Jetzt ist es genau 16 Uhr. Die Uhr stimmt genau. 16 Uhr, 2 Minuten nach 4. Und ich müsste ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich müsste so gegen Mitternacht wieder zu Hause sein. Boah. Oh, ja. Der fährt aber vorbei hier, ha? In einer 30er Zone, glaube ich. Na schön, wirklich, gewaltig. So sieht also die Gegend aus, wo die Ludolfs daheim sind oder mal daheim waren, sagen wir es so. Hier in dieser Gegend war ich ja noch nie, wirklich noch nie. Wahnsinn. Die Scheibe werde ich jetzt auch reinigen, denn die ist voller Insekten. Ja. Ich bin jetzt zum ersten Mal an der Tankstelle stehen geblieben. Wie viel bin ich gefahren bis jetzt? 692 Kilometer, also 700 kann man sagen. Die Tankreserve leuchtet noch nicht auf.
ich könnte noch auf jeden Fall 50 Kilometer mindestens fahren. Ich weiß nicht, ob ich 800 Kilometer schaffen würde. Es wäre ziemlich knapp. Der Verbrauch, weiß ich nicht, liegt so circa bei 8,5 Liter, würde ich jetzt so schätzen. Ja. So um die 8 Liter ungefähr. Also nicht so schlecht, würde ich mal sagen, für ein 42 Jahre altes Auto. Da bin ich schon ganz andere Sachen gewohnt. Zum Beispiel der Jeep von mir, den ich verkauft habe, der hat so um die 15 Liter verbraucht, Benzin. Also mit dem kommt man irgendwie schwer irgendwo 400 Kilometer ja, hin, ohne dass man tanken muss. Das war eine absolute Katastrophe. Wegen dem habe ich ihn auch verkauft und habe mir einfach so etwas gegönnt. Gibt es die letzte Pause für heute und zwar meine gefüllten Paprika. Schaut euch das an. Ah, sehen die gut aus. Wie reingeschissen. Ah, einen Krampf im Arsch habe ich auch schon. Ah, der tut richtig weh von dem langen Sitzen. Den muss mal ja, am Abend die Nachbarin durchmassieren. Und schaut hier mal, gefüllte Paprika. Ah, sieht das geil aus. Schaut euch das an. Lecker, lecker, lecker. Wieder einen Kaffee. Damit ich nicht einschlafe nach dem Essen. Und hier steht das gute Ding. Drei Generationen. E-Klasse, das ist eine S-Klasse. Und hier ist die Königsklasse. Na, welcher ist der beste von den drei? Also ich glaube schon meiner, oder? Meiner hält am allerlängsten, würde ich mal sagen. Die sind vielleicht ein bisschen bequemer und spritsparender, aber meiner hält dafür am allerlängsten von den drei, würde ich jetzt mal sagen. Schaut her, 800 Kilometer gefahren. Genau 800 Kilometer heute gefahren und wir haben noch ungefähr 500 Kilometer vor uns. Ich lasse das Licht mal an, vielleicht sieht man so dann ein bisschen mehr. Denn die GoPros, die sind nicht gerade gut bei schwachem Licht. So, der geht mir jetzt auf die Nerven, der wird jetzt überholt. Mit meinem Ferrari. Da rauscht mein Königsbenz vorbei wie nichts. Bergauf, also wenn er warm ist, dann geht er sogar bergauf richtig gut, da hat er richtig Biss. Schaut euch das an. Der rauscht vorbei wie nichts. Und ich bin auch nicht Vollgas, also ich bin nicht komplett auf dem Gas oben, sondern nur so bei der Hälfte ungefähr. Werde ich hier irgendwo abfahren, wenn es geht. Denn ich habe hier eine Tankstelle in der Nähe entdeckt. Genau. Ich hoffe, das Navi... Ja, genau. OMV müsste jetzt dann gleich mal rechts irgendwo sein. OMV-Tankstelle. Kann ich hier rechts abbiegen, ja. Ich zahle doch keine 2,55 Euro für so einen Liter Sprit, die können mich am Arsch lecken. Das ist doch nie im Leben so viel wert. Ja, hier ist es 1,91 Euro, ja, das geht noch, egal. So, wo stellen wir uns denn hin? Gibt es hier überhaupt so ein Ding zum Reifen aufblasen oder so, wie es aussieht? Nicht. Naja, egal, oder?
Nein, gibt's nichts. Jetzt tanken wir mal hier, denn hier ist es viel, viel günstiger. So, wo ist denn Diesel hier? Diesel, nein, den normalen möchte ich. So. Denn hier kostet er 1,91, ja. Hier ist er 60 Cent billiger, das ist doch echt ein Wahnsinn. Wie mitten auf der Autobahn, also niemals auf der Autobahn tanken. Das war vorhin nur ja, eine blöde Idee, aber Gott sei Dank habe ich nur 16 Liter getankt. Und ja, das sieht doch wesentlich besser aus. So, jeden Tropfen rausschütteln, wie bei der Nudel, dass nichts in die Unterwäsche reingeht. Ja. Aber egal wie sehr man ihn schüttelt, ein Tropfen geht immer in die Unterhose. So, 50 Euro habe ich getankt. Das machen wir hier wieder zu. Passt. Schauen wir gleich mal, ob im Motorraum auch alles in Ordnung ist. Sollte man ja auch mal checken, ja. Hier den Kraftstofffilter habe ich gewechselt bevor ich losgefahren bin, denn ich wollte mal schauen, ob irgendein Dreck oder so rauskommt vom Tank, denn der Tank war ja verrostet, aber es kommt Gott sei Dank nichts raus. Ja, es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Es läuft nichts raus. Alles ist dicht, wie es sein soll nach über 1000 Kilometer Fahrt. Also ich würde mal sagen, es passt alles wunderbar. Schaut mal her, jetzt kommt bald 1000 Kilometer, 999 haben wir schon. Das Licht habe ich eingeschaltet zur Sicherheit, damit man etwas sieht. Und jetzt müsste gleich mal der Tacho von neu anfangen. 999 und 0. Jawohl! 1000 Kilometer sind wir heute schon gefahren. Und jetzt geht es weiter mit den 200, 300 Kilometer oder so, was noch übergeblieben sind. Und ja, und am Ende sehen wir uns dann an, wie viel ich wirklich gefahren bin. Also jede Menge, glaube ich. Schaut euch die Allianz Arena an. Die Allianz Arena, hoffentlich kann man es sehen ein bisschen. Es ist extrem dunkel. Es ist nicht mehr weit noch. 47 Kilometer, Ankunft um 23 Uhr 31. Boah, und dann bin ich endlich zu Hause. Boah, also ich bin fast 16 Stunden unterwegs. Ich bin jetzt endlich in Salzburg angekommen. Schaut euch das mal an. Also ich bin in Salzburg. Hoffentlich kann man es gut erkennen. Es ist momentan, schaut euch das an, 23.36 Uhr, also die Uhr stimmt ganz genau. Ich bin jetzt noch gefahren 266 Kilometer, also insgesamt bin ich 1266 Kilometer gefahren. Ich muss mal aufstehen, mein Hintern ist so verkrampft, ja. Jetzt muss ich noch schnell zur Nachbarin fahren, ja, die schimpft schon die ganze Zeit, wo ich bin. Leider hat die Tankstelle jetzt zu, jetzt muss ich zur nächsten Tankstelle fahren. Also heute der Tag wird ziemlich lang. Ich glaube, heute habe ich einen 24-Stunden-Dienst. Geschlafen wird überhaupt nicht, aber schlafen kann man, wenn man tot ist. Ja. Da kann man genug schlafen. Ja. Was soll man zum Mercedes sagen? Also absolut verrückt. Ich bin jetzt fast 16 Stunden mit ihm ununterbrochen unterwegs gewesen. Ja. Nur die kurzen Pausen zum Essen und die halbe Stunde zum Filmen, da war die Ludolfs. Sonst bin ich eigentlich durchgefahren, fast 1300 Kilometer, also was soll man sagen, also mehr kann man fast nicht fahren an einem Tag, also eine Person, man könnte vielleicht jetzt noch abwechseln, dass eine zweite Person gleich nochmal so viel fährt, aber wer macht das, ja, das macht keiner. Er ist wirklich wunderbar gefahren, Öldruck immer konstant auf 3 Bar, natürlich wenn man vom Gas runter geht, dann geht er runter auf 2, 1,5 Bar, so soll es auch normal sein. Temperatur immer konstant, egal ob es kilometerweit bergauf geht oder bergab, also immer so zwischen 80 und 90,
war die Temperatur. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr wollt, dario.official. Abonniert meinen Kanal, liked das Video. Hier ist er nochmal für den Abschluss und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen und reingehauen.